Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, letztes Mal wurden wir Level 27 und haben ein paar Quests gemacht. Heute machen wir noch ein paar Quests. Ich brauche noch ein Level. Ich habe ja letztes Mal noch kurz nachschauen wollen, was die Goblins jetzt sind. Die sind leider immer noch gelb. Und ich kann den nicht ansprechen auf dem Pferd. Oh. Okay. Das ist mit Legende beschwören. Die mache ich jetzt noch nicht. Ich weiß jetzt wirklich nicht, für was das ist. Als ob man irgendwas machen kann. Also beschwören kann dann. Für verrückte Igneo töten. Okay. Dann haben wir zwei. Dann nehmen wir die anderen auch noch an. Machen wir mal das. Die Map. Warten wir, bis die Map sich generiert hat. Es leitet sich hier oben auch noch die Ressourcen runter. Aha, die Minimap muss also irgendwie gerendert werden. Gut, jetzt. Also, dann haben wir noch zwei zum Annehmen. Zentralwüste und... Komm mal mit Pferd. Da vorne ist noch ein Quest. Und zwar, ja, Quassel. Das ist wieder eine Quassel-Quest. Und das ist jetzt wirklich nicht, ja, toll. Die Treppe ist hinten drin. Ich baue ein Haus an der Straße, aber baue den Eingang hinter dem Haus. Was verschwindet ihr, Halunke? Ihre Großmutter ist auch ein Halunke. So. Wir sagen zu, also wir sagen immer ihre Großmutter oder deine Großmutter, wenn wir etwas, wie soll man sagen, ablehnen, also so machen, als würde es uns nicht interessieren. Sagen wir, deine Großmutter hat auch das gemacht. Wie bei euch die Mutter. Oder Mutti oder Mutter. Ihr seid schon der Zweite, der mir das heute sagt, versucht einfallsreicher zu sein. Der ist wahrscheinlich der Gauner. Ah, seht, die hat immer noch 4 Steine. Ey, Ignis, also bitte. Okay, Ignis ist immerhin gut und haben die Steine nicht preisgegeben. Bis jetzt belagen die Sirten Ignis, aber haben es nie geschafft, hier bei Ignis mal die Steine zu holen. Ja, und mit mir werden sie es noch viel schwerer haben. Ja. Ich hoffe, ich fehle nicht das Beschwören, weil es ist schon ein bisschen schwer, Beschwörer zu sein. Aber. Was? Habt ihr das gesagt? Was sie denken, macht nichts. Ich will es gar nicht wissen. Alle sind hier so asozial. Gehen wir halt. Wohin? Jetzt dachte ich, ich muss hier hin. Da oben muss ich hin. Nun gut. Und wenn wir Level 28 sind, gehen wir dann in die Wüste und kloppen ein paar Goblins tot. Ha. Da bleibt nur eins übrig, ein Wettbewerb. Der erste von euch, der mit mir Überbleibsel von 10 verrückter Igneo bringt, ist der wahre Held. Da ich kein Geld habe, das ich euch anbieten könnte und es ein Kampf verschiedener Charakter ist, würde ich etwas aus den Überbleibseln machen, die ihr zurückbringt. Ja, von mir aus. Aha, ist ein Wettkampf und nicht irgendwer eine Gauner. Verrückte Igneo, Mann. Nein. Nein. Kommt raus. Ich will mich nicht tot kloppen lassen. 6. So. Ja, von mir raus. So, der Dämon kann auch mal wieder rauskommen. Der alte Klunki. Voll der Klunki. Ah,
Eine Kiste. Okay, ich habe eine Kiste, Mann. Obwohl die Kiste. So. Da drüben ist noch einer. Der klappern wir zusammen. Die klappern wir voll tot. Hübsch. Ja, toll. Was soll ich jetzt machen? Dich killen? Ah, ein bisschen Eis, wo ist. Eisverherrlichung. Ja, ja. Null Schaden, du bist aber ja stark, ey. Gut, gut, gut. So, dann kommt der Golem raus. Invasion auf Syrtis ist beendet. Haben wir wirklich invasiert? Cool. Wahrscheinlich die Eisen und die Ecken wieder zusammen. Oh, die armen, armen, armen Syrten. Sie sind immer unterlegen. Oh. Ja, klopp mal drauf, genau, sehr schön. Und dann hier noch zwei. Ah, das läuft ja wie geschmiert. Ich habe, die halbe Nacht und gestern Abend einen Server geplant, aufgemacht und so, wo Mods drin sind und so. Und wo auch ein großes Projekt stattfinden wird. Und ich bin jetzt kaputt, aber immerhin nicht so kaputt wie gestern Abend, bei der gestrigen Aufnahme. Zeig mir mal deine Krallen. Ah, du hast keinen Schaden gemacht. Du armer Tropf, du armer Tropf. Schau mir in die Augen, Kleiner. Ich klapp dich gleich kaputt. Dann kannst du nicht mehr schauen, siehst du nur noch schief und rund. Bla bla bla. Und was ist jetzt eigentlich mit Ding? Sie angreifbar noch. Genau. Und ja, okay, es sind nur zwei, allein drei. Nehmen wir den noch. Golem. Der Golem ist noch so lange. Cool. Den müssen wir dann bald noch ein bisschen leveln. Dann ist er noch stärker. Ah, schön. Und Leben hat er auch noch sehr gut. Und Mana haben wir auch noch genug. Läuft wie geschmiert. Verrückte Gneo-Kloppen. Ah, oh, wir haben ja einen neuen Stab zum mit schnell. Cool. So. Haben wir jetzt noch einen? Hä? Haben wir keinen Überreste bekommen? Uralte Mumie, die greift uns immerhin nicht an. Das sind die Grabwächter, die immer aggro sind. Und jetzt haben wir es. Sehr schön. Waffe weglegen. Und dann ein bisschen reiten. Der hat auch einen hübschen Platz. Neben den Steinen. Neben dem Felsen. Und tschüss, Crystal Golem. Aber aufs Park kannst du leider nicht kommen. Schick dich mal weg. Bisschen schlaffi machen. Hui. Also Eisurs war es. Ja, die Igen sind auch nicht on. Schaut nicht mal einmal, hat jemand etwas in den Chat geschaut. Schreibe ich mal. Guten Morgen. Nein. Guten Morgen, schreibe ich. So. Vielleicht schreibt er jemand zurück. Ja, der Yuigo Hanma. Aha. Sodele. Dann schauen wir mal, wo wir die Quests abgeben müssen. Da vorne erstmal. Und eins ist noch für Stadtding. Zwei sind sogar noch Stadt. Jetzt nicht mehr. Oh! Melisel Belladonia hat auch noch mal hingeschrieben. Und Burn You. Okay. Nicht nett.
Richtig, wie ihr seht, bin ich kein Held und es tut mir leid, wenn ich euch irgendwelche Probleme bereitet habe. Es ist nur, dass die Frauen Helden mögen und ich immer wieder lügen muss. Aha, bei den Frauen lügst du also. Oh, da ist jemand romantisch. So, hier abgeben. Die Küste ist prachtvoll. Das Schloss scheint durch einen Zauber versperrt worden zu sein, so dass es nur von einem magischen Schlüssel geöffnet werden kann. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr dabei helfen wollt, den Schlüssel zu finden. Okay. Ja, dann nehme ich die gleich an, oder? Schlüssel. Dann nehmen wir die Schlüssel-Quest ein. So. Das war amüsant. Was dachte ich, ihr werdet verhaftet worden. Okay, okay. Hier ist euer Gold und das Geheimnis, das ich euch versprochen habe. Ich kenne jemanden, der einen echten Auftrag für euch hat. Wenn ihr wissen wollt, wer das ist, kommt zu mir zurück und ich gebe euch ein Rätsel auf. Ihr glaubt doch nicht, dass ich es euch verraten würde, ohne ein wenig Spaß zu haben. Ja, die Quest habe ich nicht. Da brauche ich wahrscheinlich ein höheres Level. So schade. Der hat eine Grillzange auf dem Rücken. Ihr seid ein Wahrheld. Oh, ihr habt Welt abgeschnitten. Ha, während ihr eure Belohnung zusammensetzt, solltet ihr zu ihm rübergehen und mit ihm reden. Ich glaube, er will euch was sagen. Solche Quests mache ich nicht. Ah, nun gut, dann gehen wir zur Welt. Richtig, wie ihr seht, bin ich kein Held und es tut mir leid, wenn ich euch irgendwelche Probleme bereitet habe. Es ist nur, dass die Frauen Helden mögen und ich immer wieder lügen muss. Ja, ganz klar. Ja. Der kommt aber nicht gut bei Frauen an. Die mögen keine Lügner. So. Dann hier, Quest abgeben. Bitteschön, ihr Held. Ich wende meine Fähigkeiten, um euch etwas zu geben, etwas für einen wahren Helden. Und wo ist es? Ich habe gar nichts bekommen. Ich habe ja gar nichts bekommen, also bitte ein bisschen Erfahrung, wow. Und ein bisschen Geld. So, wir gehen mal nach. Wir gehen zu Levon. Wir brauchen ein paar Level. Wir müssen die Reisquests machen. Hier müssen wir einen Schlüssel von Grabwächter. Den hole ich auch. Ja, den hole ich jetzt. Also zuerst mal greift uns ein verrückter Igneon an. Das ist wieder mal typisch Igneos. Dann aktivieren wir mal den Nomon und kloppen ihn zu Brei. Hahaha. Bist du betäubt und jetzt stirbst du. Haha. Sehr gut. Grabwächte. Ja, genau, sag mir mal ein bisschen Leben ab. Hübsch. Ja, aber ich möchte den. Golem herbeirufen. Geht extra lang, aber macht Spaß. Die Effekte sind immerhin schön. So, du Grabwächter, jetzt stirbst du. Hast keine Chance gegen mich. So, hat eigentlich nichts mehr gebracht, aber wir haben es trotzdem gemacht. Und wir haben es. Können wir eigentlich den Schlüssel gleich abliefern? So. Wenn wir doch schon von der Haustür sind, können wir die Quest auch abschließen. Gell, Golem? Gehst du wieder Nickerchen machen? Können wir machen. Mein Hals kratzt. Nee. Ist nicht gut, wenn ich erkältet bin und nebenbei aufnehmen muss. Aber ich habe die ganze Zeit die Krankheit eigentlich ignoriert und trotzdem aufgenommen. Ihr habt einen Schlüssel, ihr habt es gut gemacht. Wir kümmern uns nun um die Dinge von hier. Ihr verdient dieses Gold für eure Tapferkeit. Yay, ich hab ein bisschen Gold bekommen. Jetzt habe ich 298.000. Wow. Voll cool, hä? Voll krass. Voll krass, Mann.
So, aber jetzt gehen wir nach oben, wenn wir da hier noch ein paar Magneten gesucht haben. Ah, hier gibt es sicher Magneten. Um diese Uhrzeit. Hoffentlich. In Zentralwüste müsste man, gebt Reparaturset an Tabik. Ah, hier haben wir auch noch eine Quest, stimmt. Aber wo ist Tabik? Ah, da oben. Dann müssen wir dorthin noch. Nein, keine Magneten hier, schade. Oh Mann. Jetzt kommt langsam die Müdigkeit wieder. Zu wenig geschlafen. Also, dann gehen wir nach oben, zu Tabik und dann zu Lefan. Jetzt wird wieder gar nichts geschrieben. Es gibt keine Themen. Themen am Sonntag? Gar nichts. Wort zum Sonntag? Gar nichts. Zentralwüste. Oh, ich habe die Grafik nicht höher gestellt. Ich werde sie dann im nächsten Part höher stellen. Bis zum nächsten Part. Das werde ich genau machen nach der Aufnahme. Sobald ich rendere, mache ich das auch. Und dann habt ihr noch schöne Grafik in diesem Spiel. Es ist nicht hübsch, so ein 2006er Game so schöne Grafik hat. Ah, hübsch. Also ist jetzt dieses Ding. Camp. Da vorne ist das Camp. Oder der Wagen mit dem mit den Schilden oben drauf. Eher, es ist ja kein Camp. Es ist nur ein Lagerfeuer. Okay, hier ist ein Satz Rüstungen und einige Waffen, die ihr zurückbringen könnt. Gute Reise. Nein, ich bring's nicht zurück. Jetzt gehe ich zu Lefa zuerst mal. Gut. Aber so sieht mit dieser Sichtweite sieht Regnum schon viel also so ein bisschen wie soll man sagen? Es sieht einfach so aus, als würde Regnum ein neues Spiel sein. Sieht anders aus, es sieht schöner aus, es sieht cooler aus. Aber das kann man noch hochdrehen. Das kann man recht weit machen. Ah, schaut euch mal die Weitsicht an. Zwar nur verpixelt, also hier ist gar nichts, hier sind doch Ruinen. Aber vielleicht mache ich die Reichweite noch höher. Also ich kann ja die Sichtweite noch höher machen. Und dann sieht es eben richtig cool aus. Aber leider Sichtweite ist nicht alles, also die Entwickler müssen auch noch ein bisschen höhere Grafikeinstellungen reinmachen. Habe ich hier Bloodstriker? Nein. Ich glaube, so schreibt man ihn. Nicht. Ja, ist egal. Ich wollte schauen, ob er Magneten sucht momentan. Der ist immer Magneten sucht. Wahrscheinlich hat er mir alle Magneten weggenommen. Wie ich es immer gemacht habe. Hat immer ein bisschen herumgeheult. Und irgendwann wurden mir mal die dicksten Freunde. Haben wir nur noch Positives über uns geredet. Hat sich gefreut, dass ich so schnell levele. Aber das ist eben nur in den ersten Zoo. Wahrscheinlich werde ich jetzt nicht mehr schnell leveln können, weil ich ja sehr wenig Regnum spiele. Er hat gesagt, ich würde zu wenig Regnum spielen, dass ich hochkommen kann. Level 60 werde ich wahrscheinlich in diesem Projekt nicht mehr werden. Aber vielleicht habe ich ja dann gute Motivation und vielleicht helfen mir bis dann jemand. Nimm den Brief an dich so schnell du kannst. Ja, habe ich. Ab jetzt lief ich sie ab, nicht ab. Ah, da drüben! Aha, das ist so eine Quest. Mega langer Weg. Brief annehmen. Rüber in die nächste Stadt. Oder ins nächste Dorf und dann abgeben. Oh, das ist so eine Quest. Manche Quests verstehe ich nicht. Bei manchen Quests, da läufst du von einem Ort ins andere Ende der Welt. Und bekommst wenig Belohnung über und bei manchen Quests ist es gleich nebeneinander und bekommst so viel Belohnung. Und die Quest habe ich in Medenet angenommen. Also bin ich von Medenet, wo ist Medenet? Da.
Von Medinet hier nach oben und dann hier. Schaut euch den kleinen Weg an. Ich habe mal die Quest hier oben angenommen und bin hier runter. Irgendwo hier. Da unten. Bis dahin. Das ist ein Weg. Schaut euch den an. Von hier oben bis da unten. Und da habe ich nur 300 bekommen. Für die Quest bekomme ich 3900. Wahnsinn, der Unterschied. So. Yay. Was soll ich jetzt hier? Pet Leopard. Wir bekommen 165 XP. Nein, die Quests werde ich jetzt nicht machen. Die sind so scheiße. So richtig, richtig, richtig scheiße. Ja, ein Face. Den habe ich aber nicht verdient. Den schmeiße ich euch an den Kopf. An den Entwicklern in den Kopf, nicht an den Zuschauern. Ich will nur nicht, dass wir jemand wieder in die Kommentare schreibt. Er hat sich empfunden. So. Ja. Dann noch mehr Reichsquests annehmen. Jetzt gehen wir kurz die Runde hier unten. Schau, suchen nach Magnaniten. Hier hat es gerade keine. Ja, das Level schaffe ich wahrscheinlich in diesem Part nicht mehr. Aber im nächsten Part bin ich dann Level 28, dann skillen wir und dann gehen wir kloppen. Ja, da ist sowieso einer. Ein Gild, der Gilder. Und noch ein. Belle. Hä, Belle kenne ich doch. Ist die nur so wenig Level? Oder er, also hat die nicht mehr gespielt seitdem. Okay. Weil Belle ist, als ich den Beschwörer gemacht habe, Belle ist bei mir gewesen. Ich war da auch noch Level 6, glaube ich. Und wir haben dann ein bisschen gefarmt. Okay, die hat sich. Die ist wahrscheinlich nicht. Hat nicht gelevelt seitdem. Okay. Und ich bin schon Level 27. Wenn sie mich gesehen hätte, wäre sie wahrscheinlich erschrocken. Dass ich schon so ein großer bin. Ich bin ein großer Bubi. Ein ganz großer. Schon 27 Lächchen alt. Und wenn ich Level 28 bin, dann bin ich so gleich alt wie ich im Real Life. Ohne Level. Aber mit Alter, mit Jahren. So. Jetzt gehen wir nach Hause. Nach Medinet. Und ich nehme die Quest oben an. Also in Altoruk hat es bessere Quests. Bessere Reichquests. Dann nehme ich dort die Quest an und gehe dann runter. So. Oh Mann, ist das langsam. Aber in Metin 2 ist es noch viel langsamer. Also. Wenn ihr das ein Projekt mal seht. Ohne Ausrüstung, die Bewegungsgeschwindigkeit macht. Aber mit minus 2 Bewegungsgeschwindigkeit bei den. Beim Schild, genau. Dann ist man schon extrem langsam. Ich hoffe, ich bekomme bei Jeremy zur Frecknung bald Bewegungsgeschwindigkeit dazu. Weil, ja, okay, auf Pferd wird das, glaube ich, sowieso nicht. Nichts. Was knackst denn hier so? Weil hoffentlich nicht meine Knochen. So. Abgeben. Ja, nicht abgeben. Annehmen. Zuerst annehmen, dann abgeben. In Medinet. Oh, nachher muss ich wieder am Server weiter basteln, damit die Leute drauf können. Weil ich muss so ein Spawn-Area machen. Ein Hub. Und ein paar Mistcraft-Wetten, weil wir kein Multiverse drauf haben, weil wir keine Plugins. Ich weiß nicht, wieso es kein Mod-Plugin, Mod-Bucket mehr gibt. Bucket Forge gibt es nicht mehr, Craft Bucket gibt es nicht mehr. Und deshalb haben wir jetzt mal ohne Plugins gemacht, aber da kommen auch nur Leute auf den Server, die vertrauenswürdig sind. Wo auch bei Groupcraft dabei sind. Ja, also wenn ihr auch Minecraft habt und auch Modded Server haben wollt,
dann dürft ihr gerne auf meinen kommen. Das Problem ist einfach, ihr müsst zuerst auf dem Vanille-Server sein. Ich muss euch kennenlernen. Dann gebe ich euch den oder seinen Let's Player und wollt mitmachen. Dann seid ihr auch ein bisschen vertrauenswürdig. Aber ohne Vertrauen kann ich euch leider nicht. Ich weiß ja nicht, ob ihr ein Griefer seid oder irgendwie sonst einen. Und deshalb muss ich das zuerst wissen. Aber wie gesagt, eure Sicherheit ist immer an erster Stelle. Und deshalb haben wir Backups und laden einfach den Backup wieder, wenn jemand grieft. Aber so geile Mods haben wir reingetan. Also sowas von geile Mods. Sind zwar meistens nur so Dekorationsmods oder Baumods, aber die sind so cool und die harmonieren auch sehr gut zusammen. Wenn ihr jetzt einen Foamcraft reintun oder so, dann würde das nicht so harmonieren. Und deshalb nicht. Ja, Armböckestein. Ah, hier hat's hier einen. Ja, dann töten wir die 15 Hyänen noch. Mache ich ein bisschen längeren Part. Einen von 15. Zwei von 15 ist hier nicht? Nur einer. Nö. Dann weiter. Dann nehmen wir halt den Golem. Weil hier gerade keine Hyänen sind. Da vorne ist wieder eine Hyäne. Hier ist auch eine Hyäne. Ausgewachsen muss ich auch töten. Gut. Ja genau, hau ab. Dann nehme ich die Ding Zombies zuerst, die gehen schneller zum Beschwören. Ah schön, schaut mal an, dieses Trio. Ist das nicht hübsch? Einen Schlag und alle waren tot. Hübsch, hübsch. Golem, komm raus! Golem, du bist dran! Los, Pokéball! Wirf! Ja, aber angreifen muss ich trotzdem. So. Und einen Kohldampf habe ich auch. Oh Mann, heute Morgen ist schlimm. Gestern Abend noch extrem trainiert, dann eben Server gemacht, am Server fast eingeschlafen. Und alles, oh. Bis wir das auf Technik Launcher hochgeladen haben, das Zeugs, das Modpack. Boah, gegen das lange. So. 8 von 15. Wir sind nicht ganz 0815. Darum haben wir 0815 Goblins. Ich sag schon Goblins. Vor lauter Goblins Hyänen getötet. So. Wir sind überdurchschnittlich 0815. So zu sagen. Ah, schaut euch mal die Hyänen hier an. Wir können sogar den Anführer. Komm, den greifen wir zum Schluss noch an. Ja, der Golem, der bleibt noch einige Zeit. Oder wir ergreifen ihn jetzt an. So. Ja. Hier auch. Heilen können wir uns dann noch. Falls wir mal angegriffen hätten. Aber er greift so ist den Goblin an. Ah, schaut, wie viel Leben der hat. Nicht schlecht. Der tötet sogar den Goblin. Den Golem. Nein, wir sind stärker. Oder? Ja, vielleicht ein bisschen. Ja. Bevor er stirbt, Dämon herbeirufen. Okay, jetzt ist leider schon viel gestorben. Energiebarriere.
Jetzt ist er bald tot, er ist bald tot. Der Dämon ist so viel stärker. Also. Dann noch zwei. Guten Morgen. Aha. So langsam geht es los. Wir waren alle nur am Schlafen. So, für die Zombies hat man auch noch einen Leckerbissen. Aber sie haben nicht angegriffen, das war ich. Sie wollten nur noch schauen, ob das Essen schon fertig ist. Und dann haben sie ihn angeknabbert. Und haben ihn zu einer Zombie-Hyäne gemacht. Wie es doch in den Horrorfilmen immer ist. Wenn man von einem Zombie getötet wird, verwandelt man sich selbst in einen Zombie. Vielleicht dann mit einer Seuche, ja. Aber ein Zombie kann doch einen anderen nicht zum Zombie machen. Umoperieren, genau. Er wird umoperiert, zum Zombie operiert. So, dann geben wir die Quest noch ab und dann ist leider schon der Part fertig, aber der nächste kommt sobald der neue Tag anbricht. Also meistens so um 9 Uhr, 10 Uhr morgens kommen die Parts, jeden Tag. Wenn ich mehr Zeit habe, mache ich auch 2 Parts pro Tag. Aber das habe ich momentan nicht, weil ich viel vorhabe. So. Nimm den Brief an dich, so schnell du kannst. Ja, ja. Und wo muss ich die Quest abgeben? Oh, da oben. Nein. Ich habe die falsche Quest da ausgesucht. Wenn man nur die Pfeile sieht, dann sieht man nicht, welche Quest da wo und wo ist. Und Asmali ist wo? Ah, da oben. In Esadi. Esadi. So, dann gehen wir mal zum Lager. Lager der Pfadfinder. Oder so. Wüstenvolk. Also ich queste bis am nächsten Part. Oder davor schon, je nachdem, ob ich Zeit habe. Und wenn wir Level 28 sind, greifen wir die Goblins die ganze Zeit an. Es ist spannender, als ihr denkt. Das Monster kloppen, wenn der Gummel ist. Willkommen, Freund. Was habt euch die Wüste heute mitgespielt? Kommt ihr aus der Stadt? Habt ihr irgendwas Interessantes gehört? Und jetzt? Muss ich wieder zurücklaufen? Okay. Dieser Part verzögert sich um ungewisse Stunden. Bitte haben Sie Geduld. Da müssen wir noch zurücklaufen. Aber die Quest will ich jetzt abgeben. Das will ich unbedingt nachher machen. Hier ein bisschen Spinnen zerquetschen, überreiten. So. Und noch ein Käfer. Oh, ist gerade weggeflogen. Oh. Fuchs teufelt die Wild. Das habt ihr fast nicht gehört. Stimmt's? Ich hab gegähnt. Aber nur schlecht. Nur leicht gegähnt. So. Wunderbar. Diese Waffen werden wir unseren Wächtern geben. Hier ist eure Belohnung. Hübsch. Also, dann sag ich Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago.